Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und ja, das könnt ihr euch wieder aussuchen, was es ist. Ein Eisgutschein, ein Gutschein zum Eisessen, eine Geburtstagskarte für jemand, der gerne Eis isst, Nachtisch, keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Ihr findet bestimmt da eine Verwendung dafür. Auf jeden Fall macht ihr Lust auf Erdbeeren und Eis. Oder Sahne, je nachdem. Nicht wundern, mein Sommersorbet-Stempelkissen hat sich an mir gerecht. Werdet ihr sehen. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Video davor oder danach kommt, aber irgendwann werdet ihr das sehen. So, legen wir los. Quadratische Karte. Und dafür schneide ich mir bei 14,5 an der kurzen Seite, das Papier zurecht. Dann könnt ihr es bei 14,5 falzen, zusammenlegen und bei 14,5 nochmal anlegen mit der geschlossenen Seite nach links und abschneiden. So, dann brauchen wir noch einen Aufleger, der ist 0,5 kleiner, also 14 mal 14. Und dann brauchen wir noch eine Tischdecke, würde ich sagen. Und das habe ich mir aus dem Set Fahrt durch die Lüfte. Das schneidet sich so ein bisschen mit dem Rosa, gell? Mit dem Rot. Gelb würde auch gehen, aber ich habe hier noch einen Rest, so wie das aussieht. Perfekt. Dann nehmen wir doch das. Ah, ist gerade umgekehrt. Okay, macht aber nichts. Ja, macht nichts. Auch 14,5 und ich hatte mir aufgeschrieben, es ist tatsächlich 4 cm. Ich gucke jetzt mal, was der Streifen für eine Breite hat. Ja, perfekt, der ist auch 4. Nicht ganz 3,9, aber das passt. Ne, ist auch 4. Ja, okay. So, dann braucht ihr den Aufleger. Das können wir erstmal fertig falzen. Und Blendingpinsel und Babyblau. Und normalerweise bin ich immer der Meinung, man sollte außen anfangen, um reinzukommen. Aber hier versteckt ja dieser unschöne Anfang das Verdeck der Eisbecher. Und dann könnt ihr einfach schon in der Mitte anfangen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr so einen unschönen Anfang habt, wobei, wenn man da ganz vorsichtig drauf geht, ist es gar nicht so schlimm. Aber ja, mein Stempelkissen ist nicht mehr so voll, deswegen kann das jetzt ein bisschen dauern, weil wir ja schon so eine größere Fläche brauchen. Der Eisbecher ist sehr groß. Man hätte ihn jetzt erst, also wenn ihr das macht, macht es am besten, indem ihr zuerst den Eisbecher fertig macht. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie groß euer Radius sein muss. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erst. Ja, ich guck mal. Ja, kann sein, dass es schon reicht, aber man weiß es nicht. So, wir brauchen Sahne aus dem Set Eiscreme Fantasie. Achtung, jetzt knirscht es wieder. Ich will es dieses Mal mit Streuseln haben, bitte. Und dann noch Eis, Eis, Baby und gönn dir. So. Geht auch für die Eisparty, ne? Wir haben auch ein Du bist eingeladen. So, und dann brauchen wir noch Planted Paradise. Sieht richtig klein aus, ne?
Das ist das Original und das ist das die Vorlage. Da brauchen wir natürlich die große Schüssel. Ich habe bei diesem Projekt natürlich an niemanden gedacht. Hallo Mama. So. Einmal hier. Und einmal hier. So. Und jetzt noch die kleinen. Gut, also hier habe ich Grau genommen. Man könnte es auch vielleicht in Hellblau nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann zu hellblau wird. Das war jetzt auch ein toller Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Wobei Ton in Ton ja nicht immer das Verkehrteste ist. Ich glaube, ich probiere es in hellblau heute. Also, wir brauchen Reste. Ich glaube nicht, dass das passt. Nö, passt das? Das könnte passen. So. Gerade so. Gut. Ja, warum nicht? So, dann die Streusel. Ich habe keine Ahnung, die will ich eigentlich unbedingt probieren, aber was macht man da? Macht man dann Espresso, also dunkles Braun für Schokostreusel? Oder macht man es bunt? Aber bunt ist ja... Ich glaube, ich will es mal in Espresso probieren. Wenn es mir nicht gefällt, machen wir einfach ein neues. Schokostreusel. So, Stracciatella. Dann brauchen wir noch Savanne für die Eisschale. Und ich glaube, dafür nehme ich mir einen Moosgummi-Hintergrund. Ich habe jetzt keinen Stempelhilfe. Gut, dann erstmal ausschneiden. Das könnt ihr natürlich auch auskurbeln. Dafür gibt es Stanzformen. Genau wie für die Erdbeeren und die, was ist das eigentlich? Kekse. Für die Kekse? Auf jeden Fall braucht ihr 2 Kekse und 5 Erdbeeren. Die habe ich schon vorbereitet, weil das dann doch schneller geht. So. Da könnt ihr natürlich auch bunte Schüsseln stempeln und auch kleiner nehmen. Ich fand die schön, weil die so schön flach ist. Also die ging auch als Müslischale gut durch. Wir haben doch irgendwo einen Löffel. Wo haben wir denn einen Löffel? Beim Kaffee, oder? Das wäre auch sehr cool für Frühstücksgutschein. So, jetzt habe ich mir die Sahne hier unten drunter geklebt und danach festgestellt, die Erdbeeren müssen da ja auch noch rein. Wobei, hier habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger gemacht, gell? Also ihr könnt auch hier variieren, stimmt so rum, indem ihr viel oder wenig Sahne haben wollt. Also ich habe die Hälfte genommen, wie ihr seht. Und ihr könnt jetzt mit dem Skalpell hier
Löcher reinritzen und Löcher, Striche, Linien, keine Ahnung, und die Erdbeeren so reinstecken. Ihr könnt es euch aber auch einfacher machen, indem ihr einfach die Erdbeeren jetzt abschneidet und so drauf macht. Fällt auch nicht auf. Aber wie gesagt, Alternative wäre hier, ihr nehmt euch das Skalpell, schneidet hier rein und dann könnt ihr die Erdbeere sozusagen verstecken. So, also je nachdem, welche Variante euch besser gefällt. Das kann ich jetzt so festkleben. Die ist ein bisschen mehr versteckt. Und eine noch hinten dran. Ups. So. Und dann könnt ihr gucken, wo es am besten passt, dass die zwei hier auch noch rausgucken. Da reicht auch immer nur unten drauf und schieben. So. Und das muss auch nicht symmetrisch zueinander sein, weil ganz ehrlich, so ein Eisbecher wird auch nicht geguckt, dass das gerade und im gleichen Winkel ist. Also einfach drauf los. So, wo habe ich denn die? Ah, die gehört da unten hin. Eben dachte ich, Erdbeer übrig. So, jetzt zusammen kleben. Und dann könnt ihr nämlich dann genau gucken, ob ihr noch ein bisschen mehr Blau braucht im Hintergrund oder ob das schon reicht. Also wie gesagt, macht euch zuerst den Eisbecher fertig. So, und wenn ich den jetzt hier so oben drauf mache, naja, es ist schon blau. Also man sieht, es ist jetzt nicht so viel wie hier, aber man kann es lassen. Ja. Dann aufkleben mit Dimensionals. Das sind jetzt ein paar zu viel. Also ich glaube, so viel hätte man gar nicht gebraucht. Und hier nochmal die kleinen. Ihr könnt auch einen gemischten Becher machen, ihr könnt die Kirschen sind noch dabei, die könntet ihr mit den Erdbeeren vermischen. Was haben wir denn noch dabei? Ihr könnt auch einen kleinen Donut hier unten hinsetzen, wenn es wirklich ein Gutschein sein soll für Frühstück. Dann statt der Erdbeere einfach hier noch so einen kleinen Donut hin. Ja, was könnte man noch machen? Gutschein schreiben, natürlich, also den Namen könnt ihr auch noch drauf machen, das ist auch immer so eine Sache, wie man die Karte noch verschönern kann. Schade, dass man die Streusel nicht so, also hier fehlen Streusel definitiv, aber ich glaube nicht, dass ich die, kann man die noch nachmachen? Oh je, das wird jetzt wieder live und in Farbe kann ich die noch so. Ich glaube, da werde ich. Hier mache ich mir vorsichtshalber ein Post-it hin. So, dass man einfach hier noch sieht. Ja, gefällt mir besser. Also. Geizt nicht mit den Streuseln. So. Dann fehlt nur noch der Glückwunsch.
Da ist euch auch überlassen, wie ihr das Ganze platziert. Einfach da, wo Platz ist. Und hier nochmal, gönn dir. So. Das war's auch schon. So, einmal aufräumen für euch. Ich hoffe, die Karte gefällt euch oder die Idee dahinter, einen Gutschein zu machen für Frühstück, Eis essen gehen und was auch immer euch einfällt. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Projekt und bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss!